Okay, dann machen wir jetzt mal die Fliege. Hey. Lass mich das Vieh einfach los. So fett bin ich nun auch wieder nicht. Danke für den Ausritt. Ja, ja, du mich auch. Mit dem komme ich gar nicht so weit. Der stoppt ja auch gleich. Die sind aber auch nicht gerade einfach zu lenken, muss ich mal dazu sagen. Ach, guck mal an, da sitzt doch einer. Das halt vorher nicht hier. Ich will zuerst hier anhalten. Der Junge wollte sich gerade selbst umbringen, wa? Sie kann das bestimmt für uns entschlüsseln. Nutzen wir den Aufwand. Die sind da wirklich gefährlich. Ich will das herausfinden mit mir. Das Teil da hinten dann versäbeln. Was ist denn da schon wieder? Ja. Wer Fragen stellt, findet Antworten. Oder er fragt es sein ganzes Leben. Manche Fragen werden ja nicht beantwortet. Oh, Scheiße. Oh. Ich möchte dir das gerne in den Kopf schleudern. Alter, die lassen mich echt nicht dazu kommen, ne? Alter! Dass die mich immer unterbrechen können. Hundertprozentig ein Liebespaar. Die die Republik erreicht, warten neue Gelegenheiten, um zu teilen und zu lernen. Und wir können noch vieles von diesem Planeten lernen. Was habt ihr rausgefunden, Centauri? Welche Geheimnisse dieser Ort verbirgt. Irgendwas, was ich neu lerne? Überwuchert.
Jupp, wir verstehen uns. Muss er sein. Aber so nicht schlimm. Aber auch nicht umlenken. Hier irgendwas übersehen? Ausrüstung für BD. Was kannst du denn da jetzt auspacken? Okay, probieren wir es aus. Oh, zu kleinerer. Aha. Hohe Materie auf Oberflächen sprühen. Wird die alles freigeschaltet. Aha. Ja, jetzt kann er kacken. Wir glauben, dass die Kobo-Materie aus den Tiefen des Abyss stammt. Diese seltsame Substanz ist mysteriös, aber wir können sie durchaus studieren und manipulieren. Wie auch bei allem anderen. Sobald wir es verstehen, können wir es benutzen und kontrollieren. Sie haben die Kobo-Materie und den Abyss studiert. Hat Dagon es so bis nach Tenalor geschafft? Ist schon irgendwie geil. Meine ist zwar jetzt nicht gut geworden, aber naja. Das ist jetzt wirklich mal eine richtig coole Hilfe. Etc. pp. Und so weiter und so weiter, ne? Ich mich erinnere. Alles, was Kree hier gebaut hat, wurde durch eine Katastrophe zerstört, die sie nicht vorhersehen konnte. Manchmal scheint sich die Geschichte zu wiederholen. Die Geschichte wiederholt sich grundsätzlich. So häufig, wie ich in der Schule den Zweiten Weltkrieg durchgenommen habe. Und er wird spitzer. Gehört, wie Meisterin Kree von ihren Träumen für den Abyss erzählt hat. Es ist unschicklich zu tratschen und zu lauschen. Ja, Meister. Verzeiht.
Und die Hände zum Himmel. Noch einer freigemacht. Wir müssen jetzt auf dem Aufwind zur anderen Seite gelangen können. Kannst du jetzt mal bitte loslassen? Oh, Wushu. Will ich auch noch mitnehmen. Hui. Und mit dem einen habe ich gut getroffen, mit dem anderen nicht. Ach, die kämpft da hinten noch, alles klar. Habe ich Zeit zum Talken? Sorge ich mich um das Projekt? Es steht uns nicht zu zweifeln. Selbst die Fahrer spüren, dass etwas nicht stimmt. Oh, hier will er das mal nicht machen. Ist ja gemein. Sehr gemein. Muss ich gleich mal rummelden. Ja, hier bin ich. Ey, nur einer. Hater. Was habt ihr denn bloß noch alle gegen mich? Die Vorzüge hervorheben. Willkommen, hier gibt's extra eine Kugel? Feinde des Friedens bedrohen die Grenze der Galaxis und unsere Republik. Sobald wir den Abyss durchqueren, könnte Tanelor eine Bastion gegen diese Bedrohung werden. Ein Signal der Hoffnung und Gerechtigkeit im Outer Rim. Tanelor war für sie mehr als eine Mission. Es war der Traum einer besseren Zukunft. Ich will so stehen bleiben. Dann muss ich doch nicht rüberfliegen. Wobei es wäre zwar einfacher gewesen, aber naja. Ja, an der Wand geht's wieder, ne? Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Mein Meister ist beharrlich. Nun, darum musst du dich nicht sorgen. Nicht hier. Die zwei Padawane am Klon. Ist aber nicht weiter hoch.
Und, aha, gut. Trotzdem den hier verschieben. Danke fürs Mitnehmen. Wird doch da sein, oder? So. Eigentlich da drauf. Ach, ich glaube, wegen dem Wasser geht das nicht. Ah. Ja. Bring die Hüften, ich will darüber. Jetzt stutze ich dir die Flügel. Naja, wegen dem Wasser geht das nicht. Ah, okay. Ja, könnte man sagen, Wasserscheu. Müssen wir irgendwie... Mal. Blutung, die ich habe damit. Ja, du drehst dich natürlich wieder echt beschissen. Schade, ich hatte eigentlich gehofft, dass das Teil das dann irgendwie verstärkt oder umlenkt. Das blöde Wasser hier, ne? Hier oben? Geschiss. An manchen Stellen geht's, an manchen wieder nicht. Okay. Hier geht's wieder nicht. Bin ich ja bescheuert. Kann die Kugel da ja nicht mitnehmen, das ist das Blöde. Irgendwie muss ich die Kugel da ja durchkriegen. Und das ist eigentlich... Das ist das Wasser kräftig. Ich muss nämlich da unten diesen blöden Laser da... Ja. Kugel nirgendwo und durchschießen. Ich mach's mir gerade viel zu schwer. Ich wüsste sonst nicht, wie ich es anders dahin kriege. Den kann ich ja nicht steuern. Deswegen habe ich jetzt gerade gedacht, wenn ich den jetzt hier vernünftig mal da dran kriege. Ja. Das Ding ja nicht an allem haften bleibt.
Machen wir so. War bestimmt umständlicher wie gedacht, aber egal. Jetzt können wir nach oben. Ja. Dann lass uns mal nach oben. Die Top Gun Melodie einfügen. Arschbombe! Im Kampf nicht verfügbar? Greif mich hier irgendwas an? Ah. Wegen dem da. Ich wette, sie kann die Daten von dieser Disk auslesen. Leder. Mhm. Okay. So. Da drüben noch eine Möglichkeit. Ich denke mal, das wird unser Weg zurück sein, wenn wir hier oben fertig sind. Lass mich nur nicht los, Digga. Oh. Hat. Oho, oho, oho. Ninja. Oho. Ja, leck mich am Arsch, Marie. Ah, so, jetzt kann ich mir mal den Boni angucken. Thema Präzision. Ach, hier kann ich wieder nicht. Ladezeitraum verringert sich, Blockanzeigen Schaden. Ja. Hab ich wieder so. Okay, kann weitergehen.